Hier auf dieser Straße sind wir vorhin angekommen. Ich habe auch schon eingeparkt hier auf dem Gelände, auf dem Grundstück. Und hier uns gegenüber steht das Haus. Hier unten sehen wir zuerst zwei Garagen. Hier passt ein Auto ohne weiteres rein. Und hier sehen Sie auch eine kleine Werkbank, wo man allerlei Arbeiten erledigen kann. Aber das ist nicht die einzige Garage hier im Haus. Hier nebenan gibt es eine zweite mit dem kleinen Aussichtsmeer. Aber hier passt auch ein PKW ohne weiteres rein, wenn Sie zwei Autos haben. Dort weiter unten sehen wir noch das Grundstück und hier auf der linken Seite einen Weinkeller. Dort werden wir auch noch reinschauen. Aber zuerst geht es in das Apartment hier auf der Grundetage im Untergeschoss. Durch diese Tür kommen wir dann rein ins Haus. Vor uns haben wir ein Zimmer, ein vielleicht 3,5 mal 3,5 Meter großes Zimmer oder vielleicht sind das auch 4 mal 4 Meter, also so um die 16 Quadratmeter. Hier ist eine Küchenzeile, wo man sich alle Mahlzeiten zubereiten kann. Hier kann man sich auch noch hinsetzen, wenn man nicht an einem Esstisch essen möchte. Ein Kühlschrank ist noch da und hier auch ein Kleiderschrank, wo man die Kleider natürlich alle unterbringen kann. Und hier nebenan ist auch ein Bad mit einem WC und auch mit einer Dusche. Also dieses Apartment ist auch ganz komplett. Hier kann man ohne weiteres Gäste unterbringen. Man kann auch zu zweit hier wohnen, auch längere Zeit, wenn man zu Besuch ist. Also das ist sehr, sehr praktisch und sehr, sehr gut, dass man sowas hat. Diese kleine Terrasse ist hier auch überdacht. Vor uns sehen wir auch ein Hundehäuschen. Also wenn Sie Hunde haben, kann der Vierbeiner hier auch schöne Zeiten verbringen, wenn er nicht gerade in der Wohnung ist. Wir sind jetzt schon wieder in einem Vorraum. Hier geht es gleich auf dieser Treppe weiter nach oben. Aber vor uns haben wir noch einen, naja, sagen wir mal vielleicht einen Haushaltsraum. Ich versuche das Licht anzumachen, dann wird es etwas heller. Hier an der Wand gegenüber haben wir die Gastherme, die das Haus ohne weiteres beheizen kann. Hier auf dieser kleinen, sagen wir mal, Bank oder Werkbank kann man auch einige Arbeiten verrichten. Hier hat auch eine Waschmaschine reichlich Platz und man kann sich auch die Hände waschen, wenn man sie bei den Arbeiten schmutzig gemacht hat. Das ist also ein kleiner, sehr praktischer Raum hier. Und ein genauso praktischer Raum ist hier nebenan, hinter dieser Tür, also dort sind wir rausgekommen aus dem Haushaltsraum und hier haben wir einen kleinen Abstellraum, wo man Getränke und sogar einen Staubsauger oder einen Wischeimer abstellen kann. Hier kamen wir durch diese Tür rein in das Haus und jetzt gehen wir auf der Treppe nach oben. Die Treppe ist schön breit und bequem zu begehen. Also hier kann man wirklich problemlos auch größere Möbelstücke nach oben bringen oder wieder nach unten bringen, wenn man das möchte. Hier auf der linken Seite ist die Küche. Da gehen wir auch gleich rein. Aber zuerst öffne ich die Tür zum Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer ist wirklich schön groß und schön hell, wie Sie das gleich sehen können. Hier auf der linken Seite haben wir eine Sitzecke mit zwei Fenstern an der Wand. Also hier hat man auch Licht genug. Hier steht auch noch ein Kamin, richtig fachgerecht angeschlossen. Also man kann diesen Kamin auch mit Holzbefeuerung natürlich nutzen. Man sieht hier auch das Holz, das vorbereitet ist. Und hier auf der anderen Seite haben wir noch zwei Fenster. Also für Licht ist gesorgt und auch für Wärme, denn hier unten sehen wir auch die Heizkörper. Wir gehen noch einige Schritte weiter und öffnen diese andere Tür. Denn durch diese Tür kommen wir in das ziemlich große Schlafzimmer. Hier habe ich das Licht jetzt auch angeknipst. Sie sehen, hier gegenüber mir steht ein Doppelbett. Da sind auch Einbauschränke mit Spiegeln. Also da ist auch Platz genug. Man fühlt sich nicht beengt, wenn man hier drin ist. Hier kann man auch noch raus auf den Balkon.
Dazu muss ich jetzt ganz kurz die Rouladen hochziehen, das mache ich aber auch gerne, damit wir einen kleinen Ausblick haben. Hier ist also unten der Vorgarten, wie Sie das sehen, da parke ich mit dem Auto. Und hier ist diese schöne kleine Terrasse auf der Ostseite des Hauses. Also wenn man hier im Schlafzimmer schläft, dann hat man eine schöne Morgensonne, wenn man hier übernachtet. Wir werfen noch einen Blick auf das Schlafzimmer mit dem Doppelbett. Beim Rausgehen mache ich noch das Licht aus. Hier vor uns ist also das Wohnzimmer und hier gleich nebenan, hier gehen wir rein ins Bad. Das Bad hat eine Badewanne und auch eine Duschkabine, natürlich auch ein WC, auch einen Heizkörper zum Trocknen, also alles ist vorhanden. Natürlich selbstverständlich auch ein Handwaschbecken, wo man sich die Hände waschen kann. Also so sieht das auf einen Blick aus. Ein schönes Bad hier oben. Auf jeden Fall gleich neben dem Schlafzimmer hier auf der rechten Seite. Und vor uns haben wir, wie gesagt, das Wohnzimmer, das wir vorhin schon reichlich vorgestellt haben. Dann gehen wir wieder durch diese Tür in den Vorraum, wo die Treppe nach oben kommt. Und hier gleich rechts finden wir die Küche. Die Küche ist auch komplett eingerichtet mit einer Sitzecke, wo man sich bequem hinsetzen kann. Hier auf der anderen Seite sehen wir den Küchenschrank mit einem Kühlschrank, mit der Herdplatte und dem Backofen. Auf der anderen Seite auch ein Kühlschrank und eine Spülmaschine. Da haben wir auch ein größeres Fenster, also reichlich Licht. Und hier ist noch ein kleiner Wintergarten mit einer Couch, mit einem größeren Raum, wie Sie das auch sehen. Also da kann man auch schöne Stunden verbringen, und zwar in allen Jahreszeiten. Ich stelle mich jetzt wieder in diese Ecke. Von hier aus haben wir vielleicht einen besseren Überblick. Und durch die Fenster haben wir eine schöne Aussicht auf die Landschaft. Und hier unten sehen Sie auch schon das Grundstück, auf das wir wieder und gleich rausgehen werden. So sieht also dieser Wintergarten aus, hier oben auf der oberen Etage des Hauses. Schön hell und wirklich einladend in allen Jahreszeiten. Wir gehen jetzt aber wieder zurück in die Küche. Und weil es nicht besonders warm ist da draußen, mache ich natürlich auch die Tür zu. Und wir gehen jetzt wieder die Treppe runter, wie es sich gehört. Und dann schauen wir uns auch noch den Garten an und alles andere, was sich hinter dem Haus befindet. Das ist also die Eingangstür und hier gehen wir dann wieder raus. Sie sehen schon hier auf der rechten Seite, dass hier ein kleines Gebäude ist. Da schauen wir natürlich auch rein. Das hier vorne wurde etwas später errichtet. Es ist auch ein Werkzeugraum, wo man verschiedene Sachen abstellen kann. Ein Fahrrad, zwei Rasenmäher sind noch hier. Aber hier unten befindet sich, und jetzt versuche ich das Licht anzumachen, ein richtiger Erdkeller mit älteren Weinfässern. Also Sie sehen, wenn Sie Wein lagern möchten oder wenn Sie sogar selbst Wein herstellen möchten, werden Sie das hier tun können. Wir sind jetzt praktisch gut einen Meter unter der Erde. Hier ist auch noch eine große Erdschicht auf dem Keller. Also klimatisch ist dieser Raum bestens geeignet, hier Wein zu machen oder Wein auch zu bewahren. Und wenn man hier rausgeht, dann hat man das Grundstück vor sich. Aber wir gucken erstmal noch in diesen kleinen Raum hier rein. Das Licht ist hier schon an. Da ist praktisch eine kleine Küche, wie Sie das sehen können. In der Ecke befindet sich auch ein WC für die Partys, die vielleicht im Garten gefeiert werden. Da muss man nicht unbedingt ins Haus rein. Hier kann man Sachen abstellen, kleine Reparaturen durchführen oder man kann aus diesem Zimmer auch ein kleines Gästezimmer machen, je nachdem, wie man es möchte. Auf jeden Fall ist es ganz praktisch, dass es da ist.
Und hier hinter dem Haus ist noch eine große überdachte Terrasse. Die ist so groß, dass man hier ein Auto, einen Kleinbus oder sogar ein Boot abstellen kann. Also alle Möglichkeiten sind gegeben. Wir gehen noch ein bisschen raus in den Garten. Sie sehen, dass die Rasenfläche sehr schön gepflegt ist. Es ist nicht ganz eben, aber der Hang ist wirklich ganz sanft. Also wenn man hier zu Fuß läuft, dann merkt man es kaum. In der Mitte mit einem Walnussbaum, das ist immer ein gutes Zeichen für ein Haus. Und Sie sehen, auch bei den Nachbarn ist alles schön gepflegt und alles in Ordnung. Man hat hier also auch Luft und Raum und von unten aus gesehen sieht das Haus so aus. Zu diesem Preis ein sehr gutes Angebot hier in der Nähe des Westbalatons auf der Nordseite in einer sehr guten Gegend. Musik.